Liebe Freunde der großen kleinen Bahn, ja, keine Angst, es wird kein Mittwochsvideo. Ich begebe mich heute auf Reisen und zwar nach Plauen, weil der dortige Modellbahnverein 75 Jahre feiert, ne? Und das mit einer Ausstellung und ja, und dann fahre ich halt mal wieder nach Plauen. Viel Spaß! Ja, und die Fahrt begann aber nur mit dem Auto und das auch bloß, weil Regionalbahn 113 mal wieder nicht fuhr. Vielen Dank, Deutsche Bahn. Und weil wir gerade beim Thema sind, Deutschland, deine Bahnhöfe. Gut, der gehört sicher nicht mehr der Bahn, aber man sieht, es ist wieder ein tolles Aushängeschild für einen Ort, wo man losfährt und ankommt. Na, ja, Deutschland, deine Bahnhöfe. Aber das soll heute nicht Thema des Videos sein. Ich bin also erstmal mit der Bahn losgefahren in Böhlen und das hat von Böhlen aus wunderbar funktioniert. Alles auf die Minute genau. Und ich war viel schneller, als ich es wahrscheinlich mit dem Auto geschafft hätte. Ja, auf der Fahrt, hier sind wir auf der Göllstallbrücke, das sehen wir dann auf der Rückfahrt mal noch etwas schöner. Also die größte Ziegelsteinbrücke der Welt, hier die zweitgrößte, die habe ich leider verschlafen. Auch die sehen wir auf der Rückfahrt noch etwas besser. Ja, und dann sind wir da und haben hier eine Epoche 2 Anlage, eine kleine Epoche 2 Anlage, muss man dazu sagen. Ihr wisst, ich bin auf Epoche 2 Anlagen. Das feiere ich immer besonders, die naja auch ein bisschen älter war, damit natürlich auch das eine oder andere Problem hatte, die hier von meinem bei Facebook kennengelernten Kollegen Bodo Zorn betreut wurde. Das ist der, der auch viel Fahrzeuge aus Messing selber baut. Also wer jetzt hier in meiner Facebook-Community unterwegs ist, der kennt ihn sicher auch. Ja, es waren viele Besucher da. Und ich konnte hier zum Beispiel eine von ihm gebaute Lok. Das war, glaube ich, die G2, wenn ich mich jetzt nicht irre, die hier ihre Kreise gedreht hat. Dann gab es hier den Anfang einer Anlage, die in Plauen im Moment im Bau ist. Wer Plauen und den Bahnhof kennt, der wird sicher das Thema schon erkannt haben. Es ist der Bahnhof Plauen in einem ja, späteren Zustand. Ne? Also nicht ursprünglich, wie es in der Epoche 2 war, sondern eher so ein bisschen wie heute oder wie zu DDR-Zeiten. Dann haben wir hier noch eine größere Anlage, die naja, auch so ein bisschen älter war, auch ihre Probleme hatte. Deshalb haben wir dort auch keine Kamerafahrt gemacht. Und ja, dann haben wir hier noch weitere Anlagen. Na, also Kamerafahrt nicht, weil der Wagen AB25 hatte und die keinen passenden anderen Wagen hatten, der, ja, da wurde die Kamera draufgepackt, da hätte man die Kamera draufpacken können. Das war übrigens hier eine Spur N-Anlage, wo ich gefilmt und fotografiert habe. Tja, hier die Kinder. Und die Kinder unterwegs, wenn wir alle Knöpfe drücken, am Führerstand. Da wieder die N-Anlage, da war der Führerstand gerade daneben. Das ist hier noch eine kleine TT-Anlage. Und hier noch einmal die große Anlage, von der ich gerade erzählt habe. Wo mir erzählt wurde, dass er also zum größten Teil abgerissen wird, weil einen Teil wollen sie behalten. Und den sehen wir noch.
weil dann nämlich die Elstertalbrücke integriert ist, die ja auch im Vorbild kurz vor Plauen überfahren wird, wenn man da mit dem Zug nach Plauen unterwegs ist. Ja, an sich, also es gibt doch viele schöne Details hier, also es ist schön gemacht, muss man auch immer sagen, bei solchen Anlagen für seine Zeit. Es gibt natürlich auch hier so ein bisschen Haken und Ösen, das ist einfach, so eine Anlage altert ja auch und da wurde mir einiges erzählt von irgendwelchen Kurzschlüssen und Rest der Geier und deshalb fahren hier auch nur ältere Maschinen und solche Sachen. Naja, das ist irgendwann hat sich sowas auch überlebt. Das ist, da muss man sich auch mal dafür trennen, dass dieser Teil soll also bleiben und Teil der neuen Anlage werden. Ich weiß nicht, ob sie dann noch neue Gleise aufziehen oder was auch immer sie dann machen. Da lassen wir uns bei einer der nächsten Anlagen überraschen. Ja, auch hier ja, eine kleine Anlage. Es ist eine der wenigen Anlagen, die ich gesehen habe, wo also nicht nur im Kreis gefahren wird, sondern wo man am Endbahnhof tatsächlich auch die Lok umsetzt. Ja, auch wenn es planmäßig jetzt hier wahrscheinlich nicht die Baureihe 24, die mit ihren Märklin-Kupplungen, wo man also wirklich kräftig gegen den Zug fahren muss, damit die einkuppelt. Ja, also das ist aber nicht bloß ein Problem der Märklin-Kupplung, das haben andere Kupplungssysteme auch. Und ja, und dann hier eine sächsische Lok der Baureihe 7T. Hier noch ein bisschen was zur Geschichte des Vereins und ja, der Umgebung. Verschiedene Personenzüge verschiedener Zeiten. Hier noch eine TT-Anlage, die auch noch zu verkaufen ist, wie wir hier sehen. Also wer in der Umgebung von Plauen eine Anlage sucht, und den nötigen Platz hat, sie war ja nicht so groß. Ja, und dann hier auch noch was ganz Fantastisches, nämlich eine Anlage ja, mit dem Thema BW. Ne? Also das kann man und sollte man vielleicht tun, wenn man viel zu viele Lokomotiven und viel zu wenig Platz hat, dann macht man einfach das Thema Museums-BW zum Anlagenthema, außen noch ein Kreis ringsrum, dass man ein bisschen noch normaler Verkehr fahren kann und ansonsten das große BW mit vielen Besuchern und Fotografen und den ganz vielen Lokomotiven aus der Sammlung, auch noch über verschiedene Epochen, auch da kann man ja sagen, den Epochengedanken dann komplett auf den Kopf stellen, weil in der Epoche 6 geht ja alles, ne? Das ist immer mein Spruch, wenn jemand sagt, nee, Epoche interessiert mich nicht, ich fahre, was mir gefällt, ne? Und hier gibt es noch eine Schwarzspurbahn. Nee, das ist Epoche 6 mit Museumsbetrieb. Ein sehr schönes Schaltpult, das sieht sehr, sehr technisch aus. Da hat er sich ganz große Mühe gegeben. Also ich war schwer beeindruckt. Ja, und dann kommen wir wieder zurück zu den Fotos. Was ich ja meistens mache bei meinen Ausstellungsbesuchen oder auch bei meinem Rundgang über das Frame-Arrangement, wo ich dann versuche mal so kleine Szenen einzufangen, die also dann zeigenswert sind. Na, wie hier diesen Durchgang, den sächsischen Bus, das ist übrigens Messingmodell. Ja, hier dann nochmal während rasender Fahrt. Ja, also die Motorisierung, weiß ich jetzt nicht, was da jetzt drin war. Das war so ein bisschen wie an und aus, ne? Aber naja, das ist auch analog, muss man dazu sagen. Ne? Also da sind die Fahreigenschaften dann auch noch ein bisschen anders.
Vor allem bei so einem kleinen Fahrzeug. Tja, hier an der Großandache sage ich jetzt mal, ich weiß jetzt den Namen leider nicht. Wie die Kollegen die benannt haben, gibt es dann auch noch so diverse Seen, die ich hier eingefangen habe. Und noch ein Schattenbahnhof. Da habe ich mich hinter die Kulissen gedrängelt. Hier noch die Anlage Steinbruch, da wo die, was ich vorhin erzählt habe, wo die Lok umsetzt, wo man also mit Schwung gegen den Zug fahren muss, damit die Märklin-Kupplung leider doch nicht einkuppelt. Er hat auf der anderen Seite hat er einen Entkuppler gehabt. Also auskuppeln ging einfach, einkuppeln ist eben mit diesen Kupplungen eher schwierig. Wobei das jetzt so aussah, ob der Wagen keine Märklin-Kupplung hat, dann ist es natürlich noch ein bisschen schwieriger. Wenn man da versucht, unterschiedliche Kupplungen miteinander zu kombinieren. Zurück auf der Eppacher Zuanlage und hier ein ETA, den es mal als Bausatz zu tiefsten DDR-Zeiten gab. Also auch schon ein historisches Modell. Ja, dann nochmal das Schaltpult, was wir vorhin mal kurz gesehen haben, von den Kindern malträtiert. Das ist also original von der Baureihe 232 ist. Ja, und dann sind wir schon auf dem Rückweg hier auf der Elstertalbrücke, die gerade, wo gerade gebaut wird. Das ist die zweitgrößte Ziegelsteinbrücke der Welt im Moment mit dem größten Gerüst der Welt. Die ist also komplett eingerüstet und da wird hier also auf einer Seite gebaut. Deshalb ist da der Verkehr im Moment nur eingleisig. Ja, und jetzt haben wir noch sozusagen als Krönung eine Fahrt über die größte Ziegelsteinbrücke der Welt. Das ist die Göllstallbrücke, die wir jetzt hier gleich erleben. Mit einer schönen Aussicht an einem schönen sonnigen Tag in das Tal. Das kann sich doch sehen lassen. Ja, das Ganze einfach da aus dem Zug hier noch ein paar Fotos. Das aus dem fahrenden Zug zu machen, weil sich da natürlich alles spiegelt. Ne? Ich habe das Handy dann an die Scheibe gehalten, um möglichst wenig Spiegelung drin zu haben, was also so, naja, halbwegs funktioniert hat. Ja, mit diesen Worten, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es wird mal dann, ich hoffe, dass es noch ist, ich habe die Bilder mir noch nicht angesehen, dass es noch eine kurze Sequenz mal gibt, weil ich ja dort die Kamera getestet habe. Also die Kamera, meine neue Kamera, mit der ich jetzt sozusagen die Führerstandsperspektiven einfangen kann, ob das ein eigenes Video ist oder ob wir dann wieder als Livestream uns mehrere solche Sachen anschauen, das weiß ich jetzt noch nicht. Das schauen wir mal, wie wir das machen. In dem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Abend und macht was draus.